Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss weg, der gegründet wurde, weil... Der muss weg. Also alles außer Arte kann man von mir aus wirklich streichen. Das ist nur noch Propaganda. Also das hat wirklich nichts mit der Realität zu tun, was da berichtet wird. Oder würdest du mir da widersprechen? Nein, also das, was ich so mitbekomme, ich meine, ich schaue kein Fernsehen. Ja. Ich bin seit über 20 Jahren ohne Fernsehen. Das, was ich mitbekomme, ist jetzt von geringerer Qualität. Das mit, hast du gesagt Arte oder Phoenix? Arte. Und da schreibt gerade einer Dreisatz, ja, okay. Auch noch ein paar gute Sachen, aber auch da nimmt die Qualität immer mehr ab. Also da habe ich früher noch gerne was geguckt, aber ja, das ist traurig, was da passiert ist. Aber der könnte bestimmt mit 10% der Mittel, könnte man bestimmt ein vernünftiges Programm auf die Beine stellen. Aber da wird halt so viel Geld für Unterhaltung verschleudert, was eigentlich die Privaten genauso gut machen könnten. Und diese politische Berichterstattung, tagespolitisch, die ist unglaublich stark eingefärbt. Also Arte produziert wenigstens noch ein paar gute Dokumentationen. Aber was der ganze Rest, der kann von mir aus weg. Also da braucht man, wie gesagt, wir können auch über eine Reform reden, aber den zu streichen ist halt realistischer, als da über eine Reform zu reden. Wenn nämlich BSW jetzt mal, um erstmal ganz konkret auf die Realpolitik zu gehen, sich an der Landesregierung beteiligt, dann wäre es die beste Forderung, oder eine Landesregierung toleriert, dann wäre es die beste Forderung, was der Ministerpräsident in dem jeweiligen Bundesland die Rundfunkstaatsverträge aufkündigt. Das wäre dann, glaube ich, das Beste, was BSW da erreichen könnte. Also dem Öffentlich-Rechtlichen wirklich eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, entweder ihr reformiert euch oder wir schaffen euch ab. Also das ist aus realpolitischer Sicht, aus strategischer Sicht das Beste, was man jetzt machen könnte. Natürlich wäre es abstrakt gut, eine Reform des ÖRR zu erreichen, denn es sollte ja nicht alles von den Privaten gemacht werden. Aber in der realen Politik, da kriegt man es, glaube ich, nur hin, Druck auszuüben, wenn man da wirklich auch Druck mit in der Hand hat, nämlich die komplette Abschaffung. Dann sind diese Strukturen vielleicht bereit, mal ein bisschen umgestaltet zu werden. Dann sind die anderen Parteien vielleicht mal bereit, etwas zu tun, bevor das ganze Konstrukt komplett abgeschafft wird. Weil man nicht mehr, um eben einen zweiten Faschismus zu bekämpfen in Deutschland, und gehe halt die ganze Zeit dagegen und natürlich gegen queere Menschen, dass die ja alle pervers sind und an die Kinder wollen. Das haben die Nazis halt auch schon damals behauptet. Macht die Amadeo-Antonio-Stiftung auch so. Was machen die denn? Studiert an den Filtern der Gesellschaft vorbeiarbeiten, indem sie gegen Nazis sind. Ja, das... What? Ich weiß, wie sie arbeiten, und ich verstehe, wann sie einfach etwas fordern und wann sie etwas als Joke darstellen, was sie wirklich gemeint haben. Meine Kriminalitätsraten sind so hoch, aber ich würde das nicht den Ausländern in die Schuhe schieben, sondern die Politik und die Umstände, unter denen die Leute... Woran erkennst du denn hohe Kriminalitätsraten? Und wann sind sie niedrig? Oh, wann haben wir niedrige Kriminalitätsraten, wann sind sie hoch? Das ist die gleiche Frage, die ja schon KuchenTV gestellt hat. Also beispielsweise sind die überverartigen Gruppenvergewaltigungen seit 2015 deutlich angestiegen. Das ist ja das Argument, was die Rechten immer bringen. Darauf könnte man jetzt sachlich eingehen. Oder man könnte sagen, wann ist die Kriminalitätsrate denn niedrig? Kriminalitätsrate in bestimmten Bereichen ist nun mal angestiegen. Das kann man empirisch zeigen. Aber dennoch sind sie nicht, meiner Ansicht nach, sind sie nicht Nazis. Wie du richtig sagst, du siehst, wie hart ich sie kritisiere, aber ich würde sie nicht Nazis. Nazis sind leider nicht dumm, die wissen, was sie öffentlich sagen können und was nicht und wie sie nicht sich ausdrücken müssen, um nicht gleich entlarvt zu werden. Richtig, die haben sich halt angepasst. Die sind halt schlauer geworden mit der Zeit. So, am Anfang waren die auch ziemlich dumm. Ich weiß nicht, ob ihr das hier noch kennt. Wo ist es denn? Schauen wir uns jetzt nicht an, das ist mir zu dämlich. Moment, ich bin irgendwo rausgeholt, Moment. Sondern du vertrittst ja immer noch fremdenfeindliche Positionen. Wieso bin ich fremdenfeindlich? Das ist ja absurd. Habe ich jetzt schon zweimal erklärt. Aber wie soll ich fremdenfeindlich sein? Ich bin ja nicht feindlich gegen Fremde. Ich bin ja nicht feindlich gegen Migranten. Du gibst ihnen die Schuld für die Spaltung und für den Rechtsruck und so weiter. Bro, ich habe dir buchstäblich eine halbe Stunde lang... Ja, tut er. Also wenn du dafür sorgst, dass am Ende in irgendeiner Form... Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die nach Deutschland geflohen sind oder sonst wie, die Konsequenzen davon spüren müssen, dass sie da sind. Zum Beispiel, indem sie nicht mehr ins Land gelassen werden oder dadurch, dass es mehr Abschiebungen gibt, dann gibst du denen die Schuld dafür. Weil sie sind ja anscheinend diejenigen, die das Problem mitbringen. Sonst... Anscheinend, ja. Dann bist du, wenn du eine irgendwie geartete Begrenzung von Migration redest, dann Nazi. Ja, dann geht das zumindest mal in die Richtung. Also, ja. Das ist halt dieses Ding so, ja, Nazis sind schwerer zu finden, also quasi Nazis tarnen sich besser und diesen
diesen Spalt im Entdecken von Nazis überdeckt man einfach durch Verschwörungstheorie. Also oder durch Paranoia einfach. Also das heißt, ich muss einfach das, was mir an offensichtlichem Nazi quasi fehlt, muss ich jetzt mit Paranoia kitten. Ja, ja. Und ja. Versuchen, denen zu helfen, beispielsweise, dass sie hier in Deutschland integriert werden, dass sie auch nach Deutschland kommen können und dann gleichzeitig gegen diejenigen vorgehen, die dafür sorgen, dass sie überhaupt hierhin fliehen mussten oder dass sie ausgebeutet werden. Das muss dann konsequent machen. So, und das, was er macht, okay, ich glaube, ne, so Good Faith gesprochen, dass er gegen die Kapitalisten sein möchte und auch gerne für Enteignung oder für höhere Löhne oder sowas sich hinstellt, aber gleichzeitig stellt er sich auch hin, ja, wir brauchen weniger Migration, wir müssen irgendwie die Grenzen stärker kontrollieren, Menschen ausweisen oder Menschen nicht mehr hier reinlassen. Damit gehe ich ja auch eben gegen Menschen vor, die hier hinkommen. Dass sie nicht schuld sind. Okay, ich glaube, dieses Migrationsthema ist ein bisschen ausgelutscht. Was soll man dazu halt noch sagen? Dara versucht halt gar nicht sachlich dagegen zu argumentieren, wieso Proletopias Argumente falsch sind, sondern einfach nur zu sagen, das ist rechts. Das ist rechts, also ist es böse. Also, oder sogar, das ist in Richtung Nazi, denn wer gegen Zuwanderung ist, der will ja die deutsche Nation irgendwie stärken und das, das ist schon mal ganz problematisch. Also, ja. Ist Migration für die Menschen in Deutschland also, das Top-Thema. Spule eine halbe Stunde vor. Das erste Wort, was ich höre, Migration. Also als ob diese Wokies auch keine... Ey, das ist fast so, wenn man auf die Honigwabe reagiert. Es gibt kein anderes Thema für diese Leute. Also sonst haben die noch wenigstens irgendwas von Transrechten erzählen, die hier. Aber das Thema hat Erwin wahrscheinlich zu wenig angesprochen. Sonst, oder das Thema, da hat er zu wenige Clips gefunden, die er Erwin irgendwie vorwerfen konnte. Das kommt ganz kurz dran. Was? Ja, es kommt halt ganz kurz dran, das ist ja das Problem, dass Nathan sich ja dann auch einfach wiederholt. Also das heißt, ich weiß nicht, ob wir diese Stelle jemals finden, aber es passiert halt so, dass Nathan mit einem Vorwurf kommt und dann geht Erwin darauf ein und dann geht Nathan halt zum nächsten Punkt und eine halbe oder dreiviertel Stunde später erwähnt Nathan wieder den gleichen Vorwurf und als jemand, der das Gespräch als Ganzes verfolgt hat, denkt man sich, warum sagt er das jetzt? Also der, das ist einfach, weil man ihm das gefüttert hat, ja, und weil er einfach das nicht kohärent betrachtet, sondern einfach nur, oh, hier ist etwas, hier ist Munition und das so. Und das ist verrückt. Ja, die Strategie der Wokies hier in diesem Stream war es, Erwin fertig zu machen, Erwin unmöglich zu machen, Erwin als bösen Menschen zu entlarven. Also sie wussten wohl, dass sie ihn hiermit nicht canceln können. Aber sie haben wohl versucht, hier so einen großen Sieg zu erzielen. Deswegen hatten sie Nathan auch so wieder Zuschauer zugeschanzt, ihn zu gut vorbereitet. Aber mit dieser Woken-Taktik der Diskurszerstörung kommt man halt nicht gegen jemanden an, der am Diskurs interessiert ist und auf diese ganzen Punkte einfach gar nicht eingeht, sondern sagt, hier, ich habe inhaltliche Punkte. Was wirst du mir dafür in Schwachsinn vor? Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also Erwin hätte ja auch sagen können, okay, ja, das finde ich schon, also er hat ja keine großen Zugeständnisse gemacht inhaltlich an Nathan. Das war ja völlig richtig, wie Erwin da argumentiert hat. Wenn du anfängst, Zugeständnisse zu machen und sagst, okay, das, wie ich das damals gesagt habe, das meinte ich nicht so, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Sobald man damit anfängt, ist man diesen Wokies ausgeliefert. Und ich glaube, die haben so viele Zitate gesucht, weil sie darauf spekuliert haben, dass Erwin genau das macht. Also die Wokies, die arbeiten hier schon rational. Das ist nicht irgendwie irrationales Vorgehen, das ist schon ganz planmäßig. Die wollen Erwin hier unmöglich machen, die wollen ihn in die Defensive drängen, die wollten hier einen politischen Punktsieg erzielen, zumindest hier auf Twitch, aber das ist ja mit hinten losgegangen.